Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play GTA 4 und wir haben eine SMS bekommen. Ja, das hier soll die letzte Folge werden, die finale Mission. Im letzten Stream haben wir ja schon ein bisschen versucht, aber ich bin immer daran gescheitert, in den Helikopter zu steigen. So, wir gucken mal, was der Little Jacob geschrieben hat. Sei stark, okay, ich werde diesen räudigen Arsch finden. Ich besorg dir ein paar. Was? Ich besorg dir ein paar ordentliche Waffen und alles. Und alles. Warte auf meinen Anruf. Ich habe gerade keinen Wagen, sonst würde ich sie dir vorbeibringen. Okay, müssen wir uns keine Waffen besorgen jetzt oder was? Da haben wir noch genug Schuss. Geht auch, geht auch. Bisschen wenig. Aber ich glaube, hier kriegen wir auch nur irgendwas mit 400 mit. Da könnten wir ein bisschen was gebrauchen. Granaten. Ja. Wir fahren mal zum Waffenladen. Holen uns eine Weste. Dann wollen wir mal gucken. Oh. Nico, I and Roman have found one of that rascal Pegorino's man, see? He been under some building in a Curry Square. We keep an eye out on him. Wait for me. I'm on my way. What is Roman doing there? This is not the place for him. You back him up, Rasta. I and I both be, see? One love. Okay, Roman und Jacob warten auf dich in einem Wagen irgendwo sonst wo. Oh, hier ist ein Bulle. So, wir brauchen ein Auto. Hier steht natürlich kein Auto. Also das habe ich hier in diesem Spiel nie verstanden, dass meine Autos immer weg sind, was ich da machen muss. Damit das nicht so schlimm ist. So. Ist hier ein Bulle. Raus da! So schnell. Alter, verpiss dich da! So. Wir fahren mal hier ran. Und dann müssen wir jetzt. Ach, da müssen wir hin. Ja, wir müssen Umweg fahren. Wir fahren hier zum Waffenladen. Nee, wir fahren hier zum Waffenladen. Hier fahren wir hin. So. Halt noch eine Weste und ich denke mal, wir kaufen. Oh, meine Fresse. Wir kaufen uns eventuell auch denn noch Raketenwerfer. Also ich bin das letzte Mal nicht in den Helikopter gestiegen. Ich könnte kotzen. Ich konnte da einfach nicht rein, egal was ich gemacht habe. Aber wie es aussieht, muss ich einfach nur die Leertaste spammen. Aber wahrscheinlich werde ich zum Gamepad wechseln, sobald wir auf das Motorrad steigen. Und dann werde ich auch mit Gamepad versuchen, in den Helikopter zu steigen. Und dann geht es ja noch ein bisschen weiter. Mal sehen, wie wir das hinkriegen. Und wir werden nicht die DLCs spielen. Hiernach ist Feiern mit GTA 4. Dann will ich gucken, dass wir nach und nach Mafia 2 plus DLCs weiterspielen und auch demnächst hoffentlich durchkriegen. Mafia 2 ist ja zum Glück nicht so umfangreich wie das hier. Aber das will ich schon beenden. Und ihr könnt mir. Ah! Und ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben. Weil ich habe noch Tomb Raider von 2013, das kenne ich noch nicht. Und Resident Evil Revelations 1, das habe ich auch noch. Die wollte ich auch irgendwann noch spielen. Ich weiß nur nicht wann. Weil im Oktober und November. In diesen 2 Monaten kommen eigentlich 4 Spiele, die ich mir holen möchte und auch spielen möchte. Dann werde ich für Tomb Raider und Resident Evil Revelations keine Zeit haben. Könnt ihr mir gerne mal schreiben, was ihr von diesen 2 Spielen denn lieber sehen möchtet? Ob wir das jetzt noch hinkriegen nach Mafia 2? Weil auch. Mein Hauptspiel ist ja zurzeit, auch wenn jetzt die Woche noch nichts kam, Freitag der 13., aber das bleibt auch erstmal noch mein Hauptspiel. Nur ich bin bisher nicht so viel diese Woche zum Streamen gekommen, deswegen werde ich jetzt auch hier fix eine
Folge aufnehmen. Ich hoffe wirklich die letzte. Und der eine oder andere von euch möchte die Folge vielleicht auch sehen, auch wenn ich nicht streame. Tut mir leid dafür. Aber so ist das manchmal, man kann sich nicht zerreißen. So, jetzt müssen wir geradeaus. Jetzt muss ich dem grünen Weg folgen. Das waren noch Zeiten, als wir hier mit Grafikmod gespielt haben. Mann. Oh. Ja, und ich verfluche ja die Fahrphysik hier ständig, ne? Aber eigentlich ist die Fahrphysik hier noch cooler und besser. Das ist die Fahrphysik, die Autos verhalten sich irgendwie so wie in den Filmen der 80er und 90er Jahre irgendwie. Denn ich finde die Fahrphysik, weil ich ja jetzt ab und zu auch GTA 5, das ist halt mein zweites, nein, nicht Hauptspiel, aber ab und zu, wenn ich ein bisschen chillen möchte, dann spiele ich ja GTA 5 Roleplay. Das macht schon Spaß. Und die Fahrphysik in GTA 5 ist einfach mega unrealistisch. Du kannst da mit 70 Sachen irgendwie eine Kreuzung, eine 90-Grad-Kurve nehmen ohne Probleme. Das ist so dämlich eigentlich. Da finde ich das hier schon besser, dass man auch in den Kurven wirklich die Geschwindigkeit drosseln muss. Ansonsten kann man die Kurve nicht nehmen. Das finde ich hier doch schon ein bisschen besser, muss ich mal ganz ehrlich sagen. So. Eine Weste. Gekauft. Munition. 45, also 50 Schuss insgesamt. Wenn wir hier noch ein bisschen. So. Dann nehmen wir noch ein paar Granaten mit. Weil ich weiß ja nicht, was wir sonst hier mit dem Geld machen sollen. Heidi Witzka. Das Ding ist arschteuer hier. 15.000. Eine, so. Was kostet denn die Munition? 5.000. 8 Stück können wir nur mitnehmen. So, 570. So, dann haben wir alles, ne? Dann wollen wir jetzt mal dahin. Stay safe, stay Second Amendment. Ja, wie gesagt, mein Hauptspiel ist Freitag der 13. Dann, wenn ich ein bisschen chillen möchte, GTA 5 Roleplay. Vielleicht kriege ich es doch mal wieder hin, noch mal ein bisschen normal GTA 5 online. Aber dann halt wirklich nur mit bestimmten Leuten irgendwelche Missionen machen. Da muss ich gucken, was sich da ergibt. Und dann auch nur spontan im Stream, denke ich mal. Ich glaube nicht, dass ich das aufnehmen werde. Es sei denn, meine eigenen Raubüberfälle, wenn ich da nochmal weiterkommen sollte. Die habe ich ja auch noch nicht abgeschlossen. Also ich habe ja schon mal alle Raubüberfälle gemacht, aber noch nicht meine eigenen abgeschlossen. Da fehlt mir halt das richtige Team für. Da hat halt keiner Lust von meinen Leuten irgendwie. Ich habe ja auch wenig Lust auf GTA. Aber das Einzige, was mich in GTA interessiert, sind halt wirklich die Raubüberfälle. Oder halt eventuell die CEO- und Biker-Missionen. Aber da muss ich immer erstmal so mitmachen als Kollege, weil meine eigenen, da steige ich nicht durch. So, da ist das Auto. Die Sonne geht unter. Ey, chill mal, Baby. Nico, get in the car. All right, my brother. That blood clot been out of place. And I've been following for a time, seen? Me think him next up at Pegorino. We're gonna follow him there, seen? Thank you. Both of you. But I do not think this is the place for you, Roman. This is too dangerous. You are my cousin, Nico, and Kate died at my wedding. I'm helping you. Rot it! See him there? You have to stick to him, my brother. Fuck, we got a tail. Better lose this piece of shit on the way back to the peg. I don't want to be late. Alter! Ja, es geht ja darum, im letzten Stream auch, Roman hat ja endlich geheiratet. Und die Schweine haben meine Begleitung Kate erschossen. Weil Kate war gerade so eine liebe Frau. Gut, wir hatten sie nicht im Bett, ne? Aber sie war eine so liebe Frau und so jemand muss natürlich wieder sterben. Das ist immer dieselbe Scheiße. Jetzt wollen wir uns rächen, das ist der Rachefeldzug des Nico Bellic.
Oder Berlin. Aber die Stadt ist schon ganz geil, hier so rumzucruisen. Wie das wohl wäre, hier so ein Real-Life-Mod. Aber hier fehlt mir dann doch auch das Ländliche. In GTA 5 ist halt geil, doch auch dieses Ländliche. Aber ich finde, da ist die Stadt doch schon dann recht klein, im Gegensatz zu das hier. Easy, my brother. He's taking us to Pecorino. We need to chill. I'm not fucking chill. We're speeding down the highway at who knows how fast. Cars are coming toward us. People are shooting at us. How can you be chill? You've been smoking too much, Jacob. Whatever chilled is, this is not it. You said you wanted the help, Roman. You said you wanted to give Pecorino payback just as much as I did. I did. I do want to, but, you know, I don't want to die. I have a wife to think about now. I've got nobody now. That's not true, blood. We got Iron Roman, see? Roman just killed that thing. You don't mean what I'm saying. We're going to mash up this rascal. Yes, auf anderen Seite. Good, see? Roman, that's what you're feeling, don't you? Sure, that's what I'm feeling. Nico, I want to get this guy. I just don't think we want to take any unnecessary risks while we're doing that. Wir fahren mal hier rüber jetzt auch. The last thing I want is to lose you as well as Kate. I can't imagine how I'd feel if I lost you today. But Roman, I would not let this piece of shit go. Scheiße! Kacke. Ja, die Fahrphysik hier ist schon realistischer eigentlich. Finde ich schon cooler. Ist halt eine krasse Gewöhnungssache. No company's going neither, auntie. It's a different city from the rest of the world, Joe. I am not taking you on some tourist sightseeing tour. We're chasing a scumbag back to his boss. Then we're going to make that shithead pay for what he did to Kate. Understand? Sure, cousin, sure. Eyes to the front, mind on the job at hand and all that shit. He's going to stop swinging on Nico. Here from a sauce in that figurino. He might be hiding in the knob. I'm hiding it somewhere. Okay. We're making some progress then. Kacke! Ja, du darfst die Handbremse nicht zu lange betätigen, dann passiert gleich sowas. Einmal kurz angucken. Kacke, weg der Auto! Kann ich noch sehen? Alter, chill mal. Los, gib Gas, ich will Spaß, Mensch. Und es wird dunkel. Müssen wir die Schießerei tatsächlich im Dunkeln machen hier, ja, das ist blöd. Da sind die Soundeffekte aber 10-mal lauter als die Sprache hier. War, ihr Schweine! Kann ich nicht schießen? Oh, wie lange das dauert, bis der aus der Deckung kommt. Ja, und ich spiele mit Maus und Tastatur. Weil mit Gamepad kann ich noch schlechter zielen und ich habe keinen Bock auf Auto-Aim. Die Herausforderung hier muss schon sein, egal wie schlecht ich bin. Was ist denn hier los? Da oben sind auch noch welche, ne?
Ja, zum größten Teil hatte ich ja dieses einfache Fadenkreuz. Du gehst Auto nicht hoch! Oh, er brennt! Hahaha, Schweine Halle! Oh, wir rücken vor hier, oh. Vorrücken! Hier, Leute, für euch! Es regnet Granaten! Da ist einer weggeflogen. Hier da auch nochmal was hin. Was ist los hier? Hä? Alle angegraben? Aber dieses Fadenkreuz, das irritiert doch irgendwie. Der hat mich getroffen! So, hier ist noch Munition. So. Hier ist auch noch eine Maschinenpistole. Da rennt einer! Komm raus! Ich räume mich hier durch die Gegend! Der hat mich getroffen, der Penis. So, der steht nicht mehr auf, oder? So, was haben wir hier? Der hat mich getroffen, Alter. Alter! So, Schluss mit der Spielerei hier. Bin heute alle, ne? Die haben das letzte Mal schlechter getroffen, die Schweine. Okay, alle tot. Und wenn das hier irgendwie besser laufen würde, wie GTA 5 oder so, ne? Ich habe zwar 60 FPS hier, aber das sieht irgendwie ganz komisch aus. You motherfucker! Don't think for a second that this was anyone's fault but your own! You could have worked with me and everything would have been gravy! I wanted out and you killed someone I cared about. It's over for you now, Jimmy. Motherfucker! Der hat mich Motherfucker genannt, der Wichser! So, unten ist ein Verbandskasten, hier ist ein Verbandskasten, aber keine Weste. Ja, elegant langgerollt hier! So, runter hier. Komm her, du Ratte! Zeig mir deine Glatze! Da muss ich aber schon treffen, hab ich. So, eine AK mitnehmen hier? Nö, ne? Machen wir nicht.
Headshot. Where is Pecorino? Die stehen auf einem großen Auftritt. Da. Steig auf das Bike. So, wir haben zum Gamepad gewechselt. Mal gucken, ob wir es hinkriegen irgendwie. Scheiße. Wait. Los, fahr. She didn't do anything to you. Vorne ist er. Noch im Dunkeln hier, kann ich gar nichts sehen, so ein Scheiß. Geronimo! Alter, voll die Driftkurve hier, oder Driftkurve. So, jetzt kommt der heikle Punkt hier. Geronimo! Meine Fresse, endlich ist er drin da! So, ich flieg jetzt mal ein bisschen mit Gamepad. Oh. Wir dürfen uns, glaube ich, jetzt nicht. Es geht tiefer. Wir dürfen uns nicht von diesen Raketen treffen lassen. Alter! Scheiße, Mayday! Oh oh. Schwein gehabt. Hold on! Fuck, fuck, fuck! You're on the right, Ironman! Wait here. While I finish this. Komm her, du Ratte! Ich werde dich ausknipsen! Oh, Zivilisten! Alter, da kommt dann aus nichts. Ja, ich, ne? Schnell reagiert, kein Auto-Aim. Mit Maus und Tastatur spiele ich. Da ist die Ratte! Hier wird der Rachefeldzug des Niko Bellic ändern! Was ist das? I told you to leave me alone. I give the orders here. Me! You're not looking so good there, Jimmy. Screw you. What the fuck did she ever do to you? I wanted you, you immigrant dipshit. Big talk. You want to know something funny? Not really. The commission. The old families. I know some of those guys. And they thought you were a fat fucking joke. Whatever. A joke. Cousin. Yeah. You did it. Really? I don't know. What did I do? But we're done. Now we can start making money. Freely. I suppose so.
We won, man. We won! Ja, wir haben GTA 4 durch, endlich. Und was mich jetzt, ich muss natürlich wieder meckern, was mich gerade richtig ankotzt ist, ich habe einen PC, mit dem ich GTA 5 auf Ultra spielen kann und davon sogar meistens 60 FPS habe, ja. Aber für GTA 4 reicht es nicht. Ich hatte eben bei der Zwischensequenz eben, hatte ich im Schnitt 15 FPS und das kotzt mich an. Ich weiß nicht, was in diesem Spiel falsch gelaufen ist. Und ja, ihr habt ja auch gemerkt, dass es auf einmal hell war, als wir im Helikopter gestiegen sind. Denn ich musste die Mission einige Male wiederholen. Wenn ihr im Livestream dabei gewesen seid, wisst ihr ja, ich bin 1000 Mal nicht in den Helikopter gekommen. Und ich bin nicht der Einzige, der dieses Problem hatte. Denn wie es aussieht, hat GTA 4 ein paar Probleme mit, oder nur an dieser Stelle Probleme mit irgendwie PCs, die vielleicht zu gut sind oder zu viel Kerne benutzen oder was auch immer. Ich habe ja keine Ahnung davon. Ja, und dann habe ich eben, als ich am Helikopter hing, habe ich dann mal eben 6 Kerne abgeschaltet oder 7. Jedenfalls eingestellt, dass nur noch ein Kern am Laufen war. Und dann hat das auch gar nicht so schlecht funktioniert mit Leertaste drücken, obwohl ich doch ganz schön am Verzweifeln war. Ich war kurz davor, glaube ich, dass es wieder nicht funktioniert. Habe ich Glück gehabt. Aber im Großen und Ganzen ist GTA 4 schon recht cool. Es ist extrem geil. Diese riesige Stadt, das macht richtig Laune, da rumzufahren. Fahrphysik ist gewöhnungsbedürftig, aber die Fahrphysik finde ich immer noch realistischer als in GTA 5, wo man mit 70 oder 90 ohne Probleme um eine 90-Grad-Kurve fahren kann, ohne dass man wegrutscht. Das ist ein bisschen dämlich. Das finde ich hier schon cooler. Hier vermisse ich ein bisschen, dass es halt diese ruhigen Gebiete gibt, ne, so was Ländliches, wie wovon man ja in GTA 5 ganz viel hat. Die Story ist eigentlich auch ganz cool. Das Ende fand ich jetzt ein bisschen lahm. Da fand ich das von GTA 5 halt epischer, mehr Happy End Feeling und so. Hier wird der Typ jetzt kalt gemacht und dann wird noch ein bisschen geredet und zu Ende. Und die, ich glaube, wie viele DLCs gibt es? 2 oder 3 DLCs gibt es, keine Ahnung, die werden wir nicht spielen. Ich bin froh, dass ich jetzt GTA 4 durch habe. Ich habe mich viel geärgert und ich hatte aber auch sehr, sehr viel Spaß. Ich hoffe, ihr hattet auch ein bisschen Spaß. Aber ich werde es definitiv nicht nochmal spielen, vor allem da wir jetzt, glaube ich, wieder nur 65, noch nicht mal 70% Spielfortschritt haben zum Ende. Wir haben wieder viel übersehen, aber wir haben natürlich alle Hauptmissionen gemacht. Wir haben auch zu Anfang immer ziemlich viel von diesen Charakteren, die man da nehmen, irgendwie die Mission haben wir ja auch gemacht und was auch immer. Also ist schon ganz geil die Stadt und wir haben natürlich nicht alles gesehen. Die so viele Straßen gibt es hier. Also die Stadt gefällt mir richtig gut und wir haben ja auch eine Zeit lang mit Grafikmod gespielt und das war auch richtig geil, aber ich wollte doch irgendwie, hat das Spiel so mehr Atmosphäre. Na jedenfalls geht es denn jetzt demnächst weiter wieder mit Mafia 2, das ist ja nicht so umfangreich und Mafia 2, wie gesagt, kenne ich ja schon, aber wenn wir Mafia 2 durchhaben, ist immerhin schon 7 Jahre her, dass ich durchgespielt habe und dann werden wir noch die DLCs von Mafia 2 spielen, die kenne ich noch nicht und in Mafia 2 werden wir dann auch mit Facecam wahrscheinlich immer. Habe ich ja einen schönen Hut für, so einen Mafia-Hut, Gangster-Hut, wie auch immer. Also Leute, und dann sehen wir uns demnächst wieder bei Freitag der 13. oder GTA 5 Roleplay oder Mafia 2 oder was auch immer. Und ich hatte ja auch schon gefragt, ich habe ja noch Tomb Raider von 2013 und auch noch Resident Evil Revelations. Wenn man wieder Lust hat auf ein bisschen Horror, könnt ihr ja schreiben, ob ihr eins von den beiden Spielen auch noch sehen wollt vor Oktober, weil Oktober, November bin ich ausgebucht, was Spiele angeht. Da kommen in 2 Monaten 4 Spiele, die ich mir zulegen will. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und bis demnächst. Genießt den Abspann. Ciao.